Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 3. Ganz und genau. Auf in die Heute gehen wir hier runter. Und lasst uns gleich umbringen. Oh ja, wahrscheinlich. Ups. Oh. Ups. Katakomben von Karthus. Da werden wieder Skelette warten. Oh Gott. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Wow. Ja, sag ich das? Skelette. Oh mein Gott. Okay, irgendwie fühle ich mich hier nicht besonders wohl. Da rechts ist aber aufgegangen. Was? Wo? Rechts. Da hat so Stirn aufgegeben, da habe ich mich getäuscht. Ich glaube, du hast dich ziemlich getäuscht. Gut. So, sogar ziemlich. Ziemlich. Die sind mit Nekromanten gebunden. Die sind an Nekromanten gebunden, diese Wichser. Das ist ich glaube, ich sehe den ersten Nekromanten. Was? Machen wir den noch kurz platt. Ha! Du kannst wieder nicht backsteppen, gell? Und tot. Karthus Krummschwert, kleine Titanitscherbe. Und jetzt stirbt, ist er auch dauerhaft tot, weil das der Nekromant war. Schaut so aus, ja. Hey, ich verstehe also. Oh fuck. Und ich glaube, die haben auch keinen lebenden Nekromanten. Doch. Sehr gut. Was, dass du nicht oben fliegst, gell? Das ist eine deiner Spezialitäten. Hä? Vergiss was? Es nicht. Was? Wo? Na, der ach, steht. Da! Da, der Pfeil vom Bogenschütze. Jetzt steckt der Pfeil in dir. Ja. Das ist ja ein bisschen ein Bug, hä? Nein, das ist, glaube ich, so gedacht. Der hat keinen Kopf, nice. Aber immerhin sind die alle schon. Nice. Immerhin sind, haben die jetzt alle keinen Meister mehr, was bedeutet. Schild. Was bedeutet, dass wir sie backstabben können und dadurch sterben sie. Glaubst du? Na, die sterben, das ist ein anderer, der gerade da angekommen ist. Weil die geben ja Seelen. Ja. Die geben Seelen, also die stehen nicht wieder auf. Hier war nur hier draußen. Gibt's nichts. Ja, aber da unten bitte, gibt's passt auf. Ja, ich sollte da nicht runter irgendwie versuchen, Kunststückchen zu machen. Na, das solltest du nicht. Dann bleib schön die weit. Die Frage weg ist, ich gehe jetzt einmal in die Richtung. Ich glaube, hier ist eh Ende. Ne, hier ist nicht Ende. Ups. Ich hab die Falle noch gehört und haben mir gedacht, von wo jetzt? Leider von vorne. Ich dachte, du bist da fest draufgestiegen. Ja. Genau in der Mitte. Okay. Das ist ein Item. Moment, wir haben doch hier. Das ergibt jetzt gerade gut, was? So. Jetzt brauchen wir keine Fackel tragen, weil wir haben jetzt hier gut Licht. Weil das ist echt nicht so blöd, dieser Lichtzaun. Ja, bin who the fuck are you? Der schaut auch irgendwie stärker aus. Ja, der rote Augen. Ja, also okay, der ist sicher kein. Was tust du jetzt mit? Der ist aber gegen der ist relativ. Du musst birnen, das geht anders nicht. Okay, nee, der ist mal ein bisschen zu schnell. Ich lock den mal kurz hierher, wo er nicht ganz so hardcore ausweichen kann. Der hat. Und weiter. Ja, ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, bitte, es wird kaum mehr werden, jemals. Ich hasse diese wie gesagt, das ist wie in Bloodborne, dieser Orphan of Kors, also der weiße Knabe von Kors. Das ist genauso eine Hure. Ich hasse diese Gegner, ich hasse sie. Ich hasse sie. Das sind miese kleine Arschgegner. Ich gehe einen anderen Weg. Ende im Gelände, den Weg gehe ich jetzt erstmal nicht. Weil vielleicht können wir von einer anderen Seite mal kommen und ja, auf jeden Fall, nee, das ist, der geht mir an den Sack. Den werde ich, am liebsten würde ich den irgendwie, keine Ahnung, in Brand stecken, dass er dann einfach brennt. Auf Dauer.
Wir haben übrigens immer noch andere Gebiete nach den Katakomben zu entdecken, selbst wenn dort Ende im Gelände ist. Weil nach dem Kristallweiser gibt's noch irgendwas. Ihr könnt uns... Jetzt eine kleine Frage für euch. Sollen wir weitergehen nach den Katakomben, die Katakomben weiter entlang? Oder sollen wir da, wo der Kristallweiser war, diese Burg erkunden? Das ist jetzt die Frage, die ich an euch richte. Ja, ich immer mit den, da waren wir schon. Ja, ja, aber trotzdem. Du weißt. Der Nekromant. Ah, der stirbt, ne, der bleibt nicht tot. What the fuck? Backstab, okay. Und zack, zack, zack. Weg! Ja, ich will das scheiß Item aufheben. Das war knapp. Nein, du bist. Ja, es passt nicht alles. Tut nix. Das ist nicht dein Nekromant. Jawohl. Yes! Der sitzt ganz wunderbar. Nein, das war schon der. Nur der ist der respawnt, glaube ich, der Nekromant. Sehr gut. Also irgendwie war das von dem eine leicht kopflose Aktion. So. Der hat überhaupt keinen Arm mehr. Nice. Also irgendwie finde ich es gut, dass die Skelette wirklich teilweise keinen Arm haben, keinen Kopf. Weil in Dark Souls 1 hat mich das, wenn dann im Realistischkeits... Also der steht auf. Nein, der steht nicht auf, der ist tot. Also der eine habe ich Also der war schon länger tot, bevor wir hergekommen sind, aber jetzt ist er halt wirklich endgültig tot. Okay. Okay. Wunderbar. Oh, der droppt was. Nice. Wurfmachete. Okay. Da geht's auch noch ganz unten weiter. Ja, bitte bleib weg. Ich glaube, es geht nur da unten weiter. Ja, ich glaube, ja. Ja, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ja, dann gibt's die Möglichkeit, den miesen schnellen Wichser zu töten oder den miesen langsamen, der da ist. Hoffentlich ist er langsam. Weil wenn da jetzt zwei von denen mir den Weg versperren, dann bin ich sehr aggressiv. So, stirb. Ah, da ist noch einer. Da bleib stehen. Ja. Jetzt geht's ja der ist zu... Ah, fuck. Nee, dann gehen wir. Aber immerhin sind wir jetzt nicht mit zwei gestraft. Geben die Seelen hier. Dann sind die doch keine Nekromanten. Karthusrot war ja, das. Was? Ach so, das ist dieses Feuerpulver für die Waffe. Ich erinnere mich. Okay, es geht hier runter. Wo geht's denn da lang? Das ist der Scheißtyp von gerade, oder? Ja, das kann sein, ja. Aber da ist ein Ding, das... Ja, ich hol mir das Item! Ist spät. Und rennen. Ich glaube, der wird dann auch gehen. Ja, ich glaube irgendwie auch. Aber vielleicht kann ich weit genug wegrennen, dass er das Interesse an mir verliert. Na, aber oder ich kann ihn auf die Brücke locken und vielleicht stirbt er dann. Ja, ich hätte mit Magie behandelt. Ich glaube, er hat mich schon verloren. Ja, aber... Ich lasse ihn jetzt einfach wieder zurückgehen, wo er war und dann... Der ist unter mir, oder? Ja. Der ist wieder da nach hinten gegangen. Boah, wenn da jetzt ein Abgrund gewesen wäre... Dann wäre es das gewesen. Ja, dann... zwei kleine Titanite haben. Ich will große Titanite haben. Da geht's weiter und der sollte jetzt da... Der ist wieder dorthin gegangen. Ich hoffe es einfach mal. So, wo geht's da lang? Hinter dir ist einer, gell? Ja, ich weiß. Das ist irgendwie schlecht jetzt gerade.
Ja. Die geben, gut, die geben Seelen. Ich dachte gerade schon, das wäre irgendwie scheiße, wenn die jetzt... Da geht's noch weiter runter. Oh ja. Moment. Wir haben ja... So. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind von dem großen Raum. Oh, meins. 3, 2, 1, meins. Meins. Nein, funktioniert doch nicht. Dieser miese Hurenkind. Das ist nicht... Ja. Ah ja, genau, das sind jetzt zwei. Ach, fickt euch doch. Blutroter Moosklumpen. Schauen wir, ob hier eine unsichtbare Wand ist. Nein. So, dann gibt es jetzt eigentlich nur mehr die Möglichkeit, dahin zu gehen über die große Treppe. Sonst haben wir hier alles. Wie lange dauert denn eigentlich dieses Licht? Vorhin sind wir verreckt, bevor es aus war. Jetzt können wir jetzt mal circa schauen. So circa seit einer Minute haben wir es an. Oder seit zwei. Weil hier zum Beispiel braucht... Oh, 2 Minuten circa, könnte man sagen. So, ja, ich lass die herkommen, weil da hinten die Bogenschützen sind mir irgendwie nicht geheuer. Oh, fuck. Oh, fuck! Der große Moosklumpen hat dich getötet. Okay, ich habe mal gedacht, Moment, irgendwas passiert jetzt Schlimmes nach dem Geräusch. Dann drehe ich mich um und ich wollte an dem Felsbrocken vorbeirollen, aber ich war nicht schnell genug am Rand. Wäre ich genau in der Mitte geblieben, hätte der mich vielleicht nur überrollt und nicht runtergeschubst, weil das Überrollen haben wir überlebt. Nur dann sind wir verreckt, okay. Wieder alles durch. Wobei vielleicht, nicht. Bin mir relativ sicher, dass es hier irgendwie dann nachher einen Shortcut geben wird. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht von unten irgendwie. Die Sache ist, das überlebe ich, glaube ich, nicht. Das glaube ich auch. Wobei, da auf die höchste Plattform könnte ich es überleben. Da! Ja, ja, nice! Ah, ha, ha, ha. Den kannst du gerne mehr machen. Wo ist der nächste Bogenschütze? Ich glaub, der ist drin. Ja, der. Ja, da ist. Der ist. Nee. Hä? Geh mal da oben auf den. Ja. Dreh dich um. Schau. Nee, hier ist er nicht. Nicht da oben? Ja, nee, hier nicht. Weg. Ja, ja. Hier ist er. Aber dann fehlt immer noch ein Bogenschütze. Vorsicht, da kommt jetzt der Moosklumpen, oder? Der hat einmal den gehabt. Naja, oder? Der hat den einen umgebracht. Das ist sehr nett, danke. Seelen. Hey, gehst weg von der. Ah! Wie, der kommt zurück, die hoch! Der kommt die wieder hoch, die rollt, what the fuck! Der rollt runter! Und rollt wieder hoch! Du bist aber, du kannst sagen, du bist an derselben Stelle gestorben, wo du aufgewacht bist. Geht schon, passt schon. Das ist unbegreiflich. Jetzt wissen wir's. Das fuck, wie geht's? Der fährt jetzt hin und her wahrscheinlich, der. Das ist ja urschwul. Da brauchst du eigentlich gar nichts machen, außer die Typen dort von selber erledigen. Ja, aber ich würde, ich habe das Item, aber ich würde gerne meine Seelen zurückgehalten. Das ist doch unfassbar. Der rollt mir Brocken. Was war denn, was das wenigstens auszahlt, das Item? Das war Glut, also man kann schon sagen, dass es sich halbwegs ausgezahlt hat, aber ganz ehrlich, what the fuck, da rollt der Brocken, da ist irgendwie gerade am PC was, da rollt der Brocken ganz einfach wieder zurück. What the f... Ah, immerhin sind hier meine Seelen jetzt. Und hier auf der Seite bleiben. Und den brauchen jetzt. Wir jetzt nicht, das musst du aufpassen, weil der kommt ja da wieder zurück. Schickst du das? What? Ah! Der eine lebt. Der kommt jetzt sicher wieder. Da hin und her, da musst du eine und auf Zeiten wahrscheinlich. Ich weiß aber immerhin,
wie wir den einen Typen ausschalten können. Sekunde, lass mich gleich mal was probieren. Welchen Typen? Ich weiß, welchen Typen ich meine. Ich meine den großen Typen. Den Arschtypen. Das wird sich, glaube ich, nicht ausgehen. Ich hoffe einfach, es wird sich ausgehen. Also mein Item. Ja. Den da? Genau. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich pull den. Aufpassen jetzt. Komm her. Um mir auf die andere Seite. Mhm. Jetzt her. Her mit dir. Ja, ha. Glaubst du. Und Sekunde. Weg, 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 weg. Hey, man sieht ihn eh. Stirb. Der stirbt nicht. Ja, jetzt kann ich ihn so platt machen. Ja, dann mach. Nice. So machen wir ihn. Da ist noch einer, gell? Ja, kleine Titanitscheibe. Das ist auch einer von den Starken. Nein, das ist einer von den Schwächeren. So schaut's aus. Also einer von denen, die nicht... Okay. Aber das ist echt eine coole Möglichkeit. Komm her. Komm her und warte da kurz. Komm her. Nice. Hin und hoppo. Wunderbar. Also ganz ehrlich, das ist schon recht cool. Ja, aber nur wie kommst du jetzt oben, ohne dass du erschossen wirst von deiner Kugel? Weil oben zu schaffst du das nicht, wenn es oben ist. Ja, eins, zwei, drei. Ich könnte es schaffen. Jetzt müsstest du, ne, jetzt müsstest du, jetzt ist gleich hinten auch müssen. Moment, ne, ich habe eine Idee. Glaubst du, dass das geht? Ich hoffe es. Wenn nicht, sterben wir jetzt. Es geht! Okay, das ist dann. Du musst aber schnell sein. Nee, wir warten einfach wieder hier, bis die Kugel... Und wir gehen hier runter und gut. Wunderbar. Aber das ist schon eine coole Idee. Auf die Seite, gell? Hier auf die Seite. Heiß. Der Hebel ist gebrochen. Weg, weg. Ich wollte den Typen anlocken. Damit die Kugel ihn platt macht. Hä? Schieß hin. Jetzt musst du aber auf der Seite bleiben. Ich würde mir gern das Tor noch mal kurz anschauen, weil... Jetzt ist es zerbrochen. Jetzt ist der Schlüssel. Jetzt ist die Frage. Die Stange ist es, glaube ich. Jetzt ist die Frage. Hat es damit zu tun, dass es einfach nur 10-mal geht? Den Wächter haben wir oder haben wir den Typen getötet und dadurch ist es jetzt tot? Da hinten ist ein Leuchtfeuer, aber ich würde gern... Nee, das war untoten Knochensplitter. Hier geht's nicht durch, da kommen wir irgendwie anders hin, ja, zu dem Leuchtfeuer. Ja. Moment. Gehen wir wahrscheinlich nur von der Moment! Sowas ist da nicht für gar nichts in einem Spiel von Miyazaki. Ja, ja. Oder doch? Ich dachte, man kann den jetzt sicher abschießen und dadurch geht dann hier irgendwas in Flammen auf. Die haben wieder einen Nekromanten. Oh ja, die haben einen Nekromanten. Aber das ist nicht der. Weg, 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 weg von der dunklen Seele. Wo ist der Nekrotyp? Cutius Mythis oder irgendwie so irgendwas in die Richtung. Hast du das gesehen? Irgendein Ring. Vielleicht nicht gerade die beste Moment. Ja, aber vielleicht ist das der Ring, der dir vor dem beschützt. Weg, weg, weg.
Okay. Oh, da ist wieder was ausgelöst. Oh, fuck. Vorsicht. Und gib ihm. Ah, fuck den, you! Du musst den töten. Ja, ich weiß, aber... Das ist, dass ich nicht lache. Moment. Scheiße. Moment, ich muss den Nekromanten von denen finden. Wow! Da ist er! Da ist er! Nein! Stirb! Nein, ich bin tot. Okay. Immerhin wissen wir jetzt, was uns in diesem Gebiet noch erwartet. Nichts Gutes nämlich. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das könnte im Laufe der Zeit eines meiner Hassgebiete werden. Lustigerweise, die Gebiete werden irgendwie immer beschissener. Der Sumpf war noch halbwegs okay, aber ja, jetzt war hier oft die... vergiftet bis zum Geldnimmer. Ja, aber das war noch okay, weil das Gift kaum Schaden macht. Aber hier dieses Dunkel und Nekromanten... Das Dunkel macht überhaupt nichts. Die Dunkelheitszauber, diese blauen Zauber, die gehen mir am Arsch. So, dann würde ja, ich aber... Ja, da gibt es ja etwas der Item, dass das die nicht so... Stimmt, wir könnten rein theoretisch den... die Dunkelheitspastillen schlucken, aber ich glaube, das macht auch nicht so viel Unterschied. Was ich aber glaube, was einen ordentlichen Unterschied macht, ist, wenn wir jetzt noch mehr von diesem Knochenstaub verbrennen, damit wir mit einem Estus unser fast ganzes Leben ab dann voll heilen können, wahrscheinlich. Und zwar hier. Untoten, Knochensplitter. So. Jetzt würde ich aber gerne noch schauen, weil dieser Kultus-Milchring... ist, glaube ich, nicht so super. Irgendwie ist, glaube ich, versteckt Wunder. Der Ring, weil das verwendet man kaum. Der Lebensring wird noch halbwegs okay sein. Weil der gibt so ein bisschen viel mehr. Das kann uns schon... Das kann halbwegs... Moment. Was ist jetzt? Moment, hä? Was ist das hier sind wir reingekommen am Anfang. Ja. Und hier kommen wir aber nicht mehr raus. Mhm. Ich dachte gerade nur, dass das ein bisschen seltsam ist. Egal. Bezüglich des Rings, ich weiß halt nicht, welcher gut ist. Verkürzt Zauberwirkzeit kann auch gut sein. Erhöht Feuerangriff ist halt die Frage, erhöht das unsere Waffe? Ja, es erhöht sie. Und zwar gar nicht so wenig. Um fast 20 Punkte. Nehmen wir den. Auf Kosten der Schadensminderung. Nur gegen Feuer oder allgemein Schadensminderung. Oh, wir werden dadurch ultra gegen alles angriffig. Okay, das ist für ein Arsch. Erhöht maximale TP. Ja, ich glaube, das so wird das schon irgendwie passen. Ist jetzt auch wurscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann weiter in den Katakomben herumstromern. Bis dahin, sich sagen wir... töten lassen ein paar Mal. Wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play... Dark Souls 3. Tschüss. Ja, ciao. Baba.